Das sind Skulpturen von Herrn Schubert. So, das sind jetzt die Skulpturen von Herrn Kuber. Die sind eigentlich freitragend und der Herr Kuber steht neben mir und der kann das natürlich viel besser erklären wie ich. Wenn Sie nicht wären, Herr Kuber, sagen Sie. Ja, die Skulpturen sind so entwickelt, dass sie in sich selber stehen, also nicht befestigt sind und diagonal stehen, was eigentlich nicht möglich ist, denn die Diagonale, die als Form würde ja fallen, ja, nach den Gesetzen der Schwerkraft. Das ist aber hier überwunden, ja, und die habe ich hier aufgestellt an der Via Claudia Augusta als Ersatz gegen eine von mir geplante eigentlich römische Säule mit Natursteinbasis und Natursteinkapitell. Gut, also jetzt stehen die da. Der Stein, auf dem sie stehen, das kann man als Sockel verstehen. Ja? Und dieser Sockel hat auch noch eine Bewandtnis zu Rom, denn beziehungsweise beide Sockel stammen aus dem Hartsteinwerk Murna Moosberg, einer römischen Befestigungsanlage im 2. Jahrhundert nach Christus, die leider abgetragen worden ist, wo ich aber jetzt noch so in einem Ableger dieses Bauwerkes ein paar Steine, also die beiden Steine geholt habe. Ja. Leider bin ich nicht dazu gekommen aus Kupferplatten, die jetzt so sind. Aber man sieht, das hängt also frei auf der Kante. Das ist der Wahnsinn, gell? Also gegen die Schwerkraft. So sieht es zumindest aus. Mhm. Oder ist es natürlich immer noch Wasserplatten und Samen und ja. Aber wenn das natürlich gut verwendet, und ja, das ist schon schwer, kein Problem. Das ist auch